Hallo liebe Sportfreunde, hier ist wieder Fred Siegel mit einer weiteren Folge von klassischen Wrestling-Highlights aus den USA. International WCCW präsentiert Ihnen heute Kampfbegegnungen der Spitzenklasse. An meiner Seite heute wieder Michael Ross. Guten Abend meine Damen und Herren, und schon sind wir in der ersten Begegnung. Es stehen sich hier im Tag-Team-Kampf gegenüber Flags Lavender und The Edge. Und die beiden kämpfen gegen SD Jones und Joe Savaldi. Und alle diese Akteure tragen Spitznamen. Wir können da im Verlauf des Kampfes noch näher drauf eingehen. Hier im Ring bereits Flags Lavender und Chris Evans, der junge Herr links jetzt mit dem Kopftuch, jetzt hat er es gerade abgenommen. Sein Spitzname heißt The Edge, die Kante, und das ist auch genau das, was er seinem Gegner in jedem Fall geben möchte. Und er steht gegenüber SD Jones Special Delivery, das heißt, da kommt Flags Lavender gerade in den Ring. SD heißt Special Delivery, also eine besondere Behandlungstechnik. Ich muss kurz korrigieren, Michael, das hier ist jetzt, wie du schon richtig sagst, SD Jones und Joe Savaldi. Und dieser Joe Savaldi heißt Jumping Joe Savaldi, weil er bekannt ist für seine hohen akrobatischen Sprünge und Flugnummern, die er im Ring praktisch abzieht. Ja, da werden wir heute sicherlich das Vergnügen haben, diese Spezialitäten von Savaldi mehrfach noch zu begutachten. Das war ja nur ein kleiner Sprung von Joe Savaldi. Ich hoffe, wir sehen da noch etwas mehr. Joe Savaldi in der gelben Hose in der linken Ringecke. Hier begrüßt er sich mit zweimal High Five mit seinem Teampartner Special Delivery Jones. Ja, da hat der Kampf begonnen. Es steht sich gegenüber Joe Savaldi und Flags Lavender, der hier seine Muskeln zeigt, Imponiergehabe. Das hat er wahrscheinlich aus dem Zoo, aus den Affenkäfigen abgeguckt. Aber man darf den Herrn nicht unterschätzen. Also Michael, ich finde es nicht gut, dass du hier Flags Lavender so mies machst. Er ist alles andere als ein Affe. Ich habe ihn nicht mies gemacht. Ich gehe jetzt mal auf den dreifachen Armdreher ein, den Joe Savaldi da angesetzt hat. Und jetzt muss SD Jones übernehmen und er schüttelt den Arm von Flags Lavender. Er will ihn das letzte bisschen an Kampfkraft aus dem Körper schütteln. Foot Drop auf den Arm. Ein Twist. Nein, er wollte da einen mehrfachen, einen Double Arm Twist ansetzen, aber das ist gescheitert durch die Gegenwehr von Flags Lavender, der jetzt einen Headlock angesetzt hat. Ja, Lavender gegen Savaldi. Savaldi schlägt zu mit geschlossener Hand. Whipped Lavender. Und ein Punch auf die Kehle. Da kann sich Lavender gerade noch retten und Chris Evans abklatschen. The Edge im Ring, und er steht gegen Jumping Joe Savaldi. Er winkt ihn zu sich heran, aber Savaldi geht nicht darauf ein, klatscht seinerseits ab, und jetzt heißt es also SD Jones gegen Chris The Edge Evans. Und wie wenn in diesem Stadion die Luft eisiger wird, so fühlt man sich, wenn dieser Koloss Special Delivery in den Ring steigt. Kampf erprobt, Kampf erfahren. Und ich glaube nicht, dass ihn das beeindruckt. Ich glaube, das macht er morgens, um sich aufzuwärmen. Dann sehen Sie diesen langweilten Gesichtsausdruck. Genau, und da tut er es selbst, um seinen Gegner zu verwirren. Und der Mann hat Soul, der Mann hat Rhythmus im Blut. Und das muss Chris Evans jetzt wohl erfahren. Mit einer Kopfnuss unterstützt Jones hier seine Aktivitäten. Nach diesem Eingriff von Savaldi von außerhalb des Rings hat Jones natürlich leichtes Spiel, um da einen erneuten Schlag einzusetzen. Da sucht The Edge Chris Evans seinen Partner, um abzuklatschen. Aber Flags Lavender scheint relativ desinteressiert. Er hält sich an der anderen Ringecke auf. Nun ja, also ich glaube, dass sich da The Edge einfach in der Ringecke getäuscht hat aufgrund seiner Benommenheit. Aber das wundert mich gar nicht. Das war eine Reversal-Projektion. Und ein hoher Überwurf auf den Steiß. Und da gibt sich die Kante selbst die Kante und schlägt ab. Und Flags Lavender betritt die Arena. Er pumpt seine mächtigen Muskeln erneut auf. Da muss er lange pumpen, um dieses Volumen zu erreichen, das ihm da gegenübersteht. Wollen wir mal schauen. Dieser Koloss, SD Jones, ist im Moment noch von überhaupt nichts beeindruckt. Flags Lavender versucht ein Whip-In. Das war klar, durch die Masse, die SD Jones da in den Ring zur Schau trägt, kann Lavender dieses Whip-In nicht erfolgreich abschließen. Er versucht da einen Elbow-Drop, aber SD Jones steht wie eine Mauer. Das sieht auch Flags Lavender ein, und erneut The Edge im Ring. Er steht jetzt Joe Savaldi gegenüber. Ja, liebe Zuschauer, das sind natürlich alles sehr taktische Züge, den Teampartner zu wechseln, so auch die andere Mannschaft den Partner wechselt.
Das alles dient dazu, um das gegnerische Team zu destabilisieren und auch zu demoralisieren. Vereitelt und ein Body Press. Nur bis zwei gezählt, ausgehoben und die Edge geht zu Boden. Das war übrigens eine seltene Aktion, meine Damen und Herren, diesen Body Press, den Flex Lavender da angesetzt hat. Joseph Valdi da angesetzt hat. Er ist auf seinen Gegner hinaufgeflogen und hat dadurch die Edge zu Boden gezwungen und war dann sofort gleichzeitig im Cover. Ja, jetzt übernimmt St. Jones wieder, hält diesen Arm lock, holt sich Mut beim Publikum und ein erneuter Arm-Twist, der zwingt, der zwingt Evan in die Zeitlupe in die Knie. Ja, Evan, der massigere von den beiden. Oh, oh, das sind Schmerzen. Teampartnern hat aber auch hier Schwierigkeiten mit dieser riesigen Masse, die St. Jones hier in den Ring setzt. Und wenn jetzt ein Leg Drop kommt, dann könnte das schon das Ende bedeuten. Aber Jones spielt mit ihm. Ihm scheint das Tänzeln wichtiger, als diesen Kampf zu beenden. Auch diese Schläge beeindrucken St. Jones in keiner Weise. Er muss zwar weichen, und jetzt wird er am Seil stranguliert, so scheint es, aber das steckt er weg. Und mit Hilfe der Seile zurück katapultiert in den Ring. Erneuter. Ein Chinlock, nein, ein Noselock, was meinst du? Ein Noselock, ja. Das ist ganz schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Headlock. Da ja, sagen da wir nichts Falsches. Da winkt St. Jones ab, er will sich da aus eigener Kraft befreien. Jetzt berührt er gleich die Ringseile? Nein, er schafft es so aufzustehen aufgrund seiner enormen Bauchmuskeln. Oh, er hebt Evan aus und ich glaube, da setzt er ihn auf den obersten Turnbuckle wie auf ein Pferd. Ja, was hat er vor? Wartet er auf den Angriff? Ich glaube, er bietet die Edge einen Sprung an und die Edge nimmt ihn nicht an, sondern er hält jetzt gerade einen schönen Nussknacker. Eine Variante, ein offener Nussknacker sozusagen. Und da wird Lavender am Bein gehalten und es wurde bereits abgeklatscht. Das heißt, Jumpin' Joe Savaldi betritt da den Ring mit einem fliegenden Dropkick auf Flex Lavender. Betritt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, stimmt, Fred. Ein schönes Wortspiel und der Kampf geht weiter. Lavender bringt da mächtige Schläge auf den Kopf von Savaldi an. Mehr und mehr muss Savaldi zu Boden, aber er schlägt zurück. So, wenn Jumping Joe jetzt anfängt zu hüpfen, meine Damen und Herren, dann können Sie sicher sein, dass er im Bewusstsein des nahenden Sieges diesen Kampf beenden will. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit, das würde ich auch so sehen, Michael. Whippin. Oh ja, da muss Savaldi zu Boden. Überwurf und ein Sleepholder womöglich. Nein, sehr offen ausgeführt, dieser Hold. Ja, gibt Savaldi die Chance zum Kontern. Er pumpt, er holt sich die Kraft aus den Beinen und da hat er sich rausgedreht. Er ist immer noch im Sleepholt, aber das wird nicht mehr lange gehalten werden können von The Edge. Ja, das ist die richtige Taktik. Wenn einem der Gegner so die Weichteile präsentiert, dann auch zuschlagen. Das haben wir oft gesehen. Savaldi ist hier weniger Jumping als Crawling Savaldi. Ja, er kriecht aus dem Ring und gibt seinem Partner St. Jones die Chance, diesen Angriff auf The Edge Evan fortzusetzen. Da packt er ihn an den Haaren. Es wurde abgeklatscht und jetzt stehen sich zwei Tag-Team-Partner gegenüber. Das sieht gut aus. Face Slam und der Kampf ist beendet. Ja, das hat Joe Savaldi schön gemacht durch dieses Cover. Nicht unbedingt der beste Kampf, liebe Zuschauer. Wild und hitzig. Und hier freuen sich die beiden Sieger, St. Jones und Jumpin' Joe Savaldi. So, laut meiner Liste, Fred, müssten wir im Anschluss an diesen Kampf noch ein kleines Interview sehen mit den beiden Gewinnern, mit diesem Tag-Team. Das ist Joe Savaldi und St. Jones und sie warten hier auf den Interviewer. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Ja, Brian Webster wird den beiden einige Fragen stellen. Ja, er sagt, es war ein sehr eindrucksvoller Sieg. Nun, diese Meinung können mein Kollege Fred Siegel und ich nicht ganz teilen. Es war ein etwas überraschendes Ende, denn die beiden Tag-Team-Gegner, Flex Lavender und Chris Evan, hatten sicherlich einiges entgegenzusetzen. Aber es ist klar, dass im Bewusstsein ihres Sieges St. Jones und Joe Savaldi mächtig die Puppen tanzen lassen hier.
Ja, S.D. Jones präsentiert hier in uneigennütziger Art und Weise weniger sich als seinen Tag-Team-Partner. Er sagt, schaut euch diesen Joe Savaldi an, das ist ein sehr guter Mann. Und der gibt dieses Bällchen sofort zurück und sagt, wenn ich mir irgendwann einen Teampartner gewünscht habe, dann jemand, der so ist wie S.D. Jones. Ja, wer weiß, wie viel Geld sie sich gegenseitig für diese Komplimente bezahlt haben. Aber das vorwiegend jugendliche Publikum ist doch recht begeistert von diesen beiden Akteuren. Also Michael, ich bin davon überzeugt, dass es sich hier um durchaus hehre Gefühle und um edle Einstellungen handelt. Man muss nicht immer gleich an Geld denken. Es gibt auch so etwas wie Kameradschaft, Freundschaft, Schulterschluss von Schwarz und Weiß.